Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kindenkampf. Wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Also wir waren stehen geblieben beim letzten Mal. Wir hatten einen Eintrag. Wir sind hier angekommen und wir wollen jetzt schauen, was los ist. Wir wurden gerade geweckt. Es sollen gar nichts Männer unterwegs sein. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir uns mitten in der Nacht dass wir schnell uns bereit machen. Ich glaube, Scarlets Männer sind auf dem Weg. Begib dich zum Wehrgang. Wie kann ich helfen? Weißt du, was hier los ist? Sigismund Kamp. Wer sonst? Er ist der Ober der Bastard Scarlets und nun will er sich Tallenberg holen. Ich will nicht beenden, okay? Wir haben alles gut. Wir haben alle tausend. Hält einer Belagerung dran. Das soll ich nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Herr Roland, reden wir mal mit Ihnen. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Tallenberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarlets eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Der Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. So Leute, was passiert jetzt? Sind sie wirklich da? Geht's wirklich in den Kampf? Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Tallenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Scarlets. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divisch,
Bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Okay, Leute, das heißt, wir haben zum Glück alles erreicht. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Ja, Sir. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Pass gut. Gut. Wir haben eine neue Aufgabe, Leute. Alte Wache. Wenn ich die Wache halte, soll ich hier rausholen die ganze Zeit. Dann soll ich nicht die Wache halten. Erst mit Rätsel dann gerne. Wenn ich nur die Wache halten hier oben. Ich muss hier behalten. Ne? Wir sind jetzt hier so lange, bis der Tag anbricht, oder wie? Flufst herum wie ein verlorenes Schaf. Okay. Deine erste Wache. Hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Warte auf morgen. Wir müssen uns anlegen und warten, aber wir brauchen den Schwarm. Okay, dann kommen wir wach. Ich glaube, wir können hier Zeit für 20 warten. Auf morgen. Wenn wir ein bisschen rumlaufen, können wir auch sein. Wir können nicht mit dem Weg wegstecken. Wir können auf morgen warten. Guten Tag, wie kann ich helfen? Was denkst du über die Skalitzer? Das ist ja mal was. Zuerst haben alle Schiss, dass Sigismund aufkreuzt und dann sowas. Dem Herrn sei Dank, dass sie es aus der Burg geschafft haben. Skalitz ist gut befestigt, aber wie ich höre, ist Sigismunds Armee riesig und sich ihm zu stellen ist Selbstmord. Herr Ratzig hat das Richtige getan. Tut mir leid, dass es nicht alle geschafft haben. Mir auch. Möge Gott deinen Schmerz lindern. Hab Dank. Herr Ratzig ist ein guter Mensch, wenn er sich so um alle kümmert. Aber wahrscheinlich kennst du ihn besser, hm? Nicht wirklich. Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert und als er es begutachtete, wechselten wir ein paar Worte. Das ist alles. Dann ist er ein guter Herr. Ja, das sehe ich auch so. Gott, das sehe ich auch so, mein Gott, ja? Wir können fast bis morgen warten, aber... keine Wache mehr halten sollen, ne? Ich glaube, wir müssen keine Wache mehr halten. Wir können auch den nächsten Morgen machen, ne? Warte auch bis zum Morgen. Und wir können warten bis zum Morgen. Wir können jetzt von unserem Bett gehen, glaube ich, noch ein bisschen schlafen.
Dann würde mir sonst schützen. Ja, wir wollen ja auch nicht abgelegt, ne? Also wir können nicht ein bisschen schlafen. Schlafen. Wie lange wollen wir denn schlafen, Leute? Warten bis zum Morgen. Morgen beginnt. Ja, machen wir bis 3 Stunden schlafen. Mal schauen. Wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er! Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen, und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Oh, das wird's. Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? So ist ich es. Versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Also es gibt keinen Krieg, Leute. Boah, ich hatte schon Angst gehabt, also mein Herz wirklich, also ich hab gedacht, Heinrich muss es wieder
kämpfen. Gerade sagen, ich dachte, der macht einen 31er-Move. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Also, er hat überlebt. Heinrich kann es, glaube ich, gar nicht glauben. Oh, fuck. Jetzt sieht er ihn, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Ja, Leute. So weit, so gut. Würde mal sagen, das reicht auch mal erstmal wieder für diese Folge. Wir haben eine Menge wieder erlebt. Also, es war schon... Halleluja. Wir haben schon fast einen Kampf mitbekommen. Und ich hoffe, es herrscht jetzt ein bisschen Ruhe hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wieder ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns gerne wieder zur nächsten Folge von Titelkampf.